Moin Leute, euer Master P hier und heute ein Kurzkommentar. Dabei geht es diesmal um Modern Warfare 2 und um Battlefield 3. Um genau zu sein, geht es um Folgendes. Wie ihr vielleicht wisst, ist die Favela-Map, also diese brasilianische Ghetto-Map, aus MW2 rausgenommen worden, weil in einer Toilette, in einem Gebäude dieser Map steht, Allah ist der Schönste und mag das Schöne. Das steht auf einem Bilderrahmen drauf, in einer Toilette. Also nicht in einer Toilette, sondern in einem Badezimmer. Und das fand anscheinend einige beleidigend. Warum auch immer. Ich meine, gut, es ist eine Toilette, aber es haben sich halt jedenfalls Leute beschwert. Und Infinity Ward hat die Map kurzzeitig rausgenommen. Mit kurzzeitig meine ich, die werden sie bald wieder reinhauen. Allerdings in einer überarbeiteten Fassung. Ich finde ehrlich gesagt, dass sie ein bisschen überreagiert haben. Ich meine, das ist jetzt nicht so schlimm. Wobei, wenn man sieht, wie sich die Leute, also die teilweise einige Muslime in vor allem im Nahen Osten aufregen, wenn da irgendwie Mohammed gezeichnet wird oder so und, naja, anderes Thema. Ja, also, ich finde das völlig übertrieben und vor allem auch unnötig. Aber gut, wir müssen das wohl machen, sonst könnte ihr Image ja geschadet werden in der Öffentlichkeit, vor allem im Nahen Osten, wobei ich glaube, da die Muslime, also die Islamisten, da irgendwie sowieso schon die Bösen sind in Call of Duty, die kann es dir doch eigentlich scheißegal sein. Gut. Battlefield 3, Endgame und Aftermath. Angekündigt waren neue, wie heißt es? Neue Waffen. Und dann hat EA einfach bei der Produktbeschreibung das gestrichen. Wirklich, da stand dann nicht mehr da, dass es neue Waffen gibt. Und dadurch haben sie natürlich ziemlich viel Butthurt bekommen. Ich meine, wer bemerkt das nicht? Ich meine, das stand ja da, ja. Und dann hat man sich das gekauft. Und dann wird es gestrichen. Das fällt doch auf. Und jedenfalls haben sie jetzt Butthurt bekommen und meinten, das wäre ein systeminterner Fehler. Und verarschen kann ich mich selber. Das war kein Fehler. Die haben gehofft, dass das keiner bemerkt, aber es wurde nun mal bemerkt und jetzt sagen die das eben als Ausrede und ich hasse Activision Blizzard und EA. Das sind die zwei beschissesten Publisher, die wir haben. Ich hoffe, die Firmen gehen pleite. Naja, müssen sie nicht, die müssen nicht gleich pleite gehen, aber ich hoffe, sie ändern sich. Das war das Kurzcommentary und es ist wirklich kurz, gerade mal 2 Minuten und 40 Sekunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid informiert. Und ich hoffe, dass ihr ein anderes Video unseres Kanals anseht. Vielleicht gefallen euch ja unsere Videos und eventuell könnt ihr ja ein Abo lassen. Wenn ihr wollt, wenn ihr auch wirklich unsere Videos gucken wollt und sie gut findet, dann würden wir uns wirklich freuen. Vielen Dank, dass ihr das Video geguckt habt. Euer Master P.